Leben braucht Erinnerung. Zu einer Gedenkfeier an diesem Sonntag um 11 Uhr lade ich Sie und Ihre Angehörigen recht herzlich in die Trauerhalle des Waldfriedhofes in Hoyerswerda ein. Erinnern wir uns gemeinsam in einer besinnlichen Stunde an die von uns Gegangenen. Ihre Barbara Bausch, Ihr Helfer in den schwersten Stunden, Ihr Bestattungshaus Bausch Nowotny. Senden Sie alle guten Wünsche zum Weihnachtsfest oder Ihre Neujahrsgrüße direkt ins Wohnzimmer Ihrer Kundin. Elsterwelle, Radio und Fernsehen machen es möglich. Nutzen Sie die preiswerte Alternative zum Grußkartenversand bei Ihrer Elsterwelle und informieren Sie sich unter Hoyerswerda 42 54 0. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Richtfest. Letzter Nagel für Seidewinkler Bürgerhaus. Einsatz SEK in Hoyerswerda und Ankündigung Welt-AIDS-Tag im Gesundheitsamt. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Freitag, dem 23. November. Notizblock und Zettel haben in vielen Bereichen des täglichen Lebens ausgedient. An ihre Stelle ist der Computer getreten. Jetzt geht auch die amtliche Lebensmittelüberwachung in Sachsen diesen Schritt. Bei Kontrollen in Betrieben und Restaurants werden die Daten jetzt elektronisch erfasst. Welche Vorteile die mobile Datenübertragung mit sich bringt, haben wir bei einem Vor-Ort-Termin in Dresden herausgefunden. Mit diesem Laptop sind seit wenigen Wochen Kontrolleure des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes in Sachsen unterwegs, um zum Beispiel in Gaststätten und Hotels unter anderem die richtige Lagerung von Lebensmitteln zu kontrollieren und sofort zu erfassen. Sachsens Sozialministerin Christine Klaus warf den Prüfern dabei am Freitag in Dresden einen Blick über die Schulter und stellte die Vorteile einer solchen mobilen Erfassung heraus. Ja, mobile Datenauffassung bei der Lebensmittelkontrolle vor Ort ist zum einen hohe Verbrauchqualität im Sinne von Erfassung. Es bringt Erleichterung für diejenigen, die die Kontrollen durchführen. Und man hat auch gleich vor Ort die Möglichkeit, das auszudrucken, sodass man dann schwarz auf weiß das alle sehen kann. Und das geht wahnsinnig schnell. Je nach Umfang der Mängel kann ein Ergebnisbericht bereits nach 10 Minuten fertiggestellt sein. Eine wesentliche Vereinfachung für Kontrolleure, wurden doch früher die Informationen dreifach erfasst. Lebensmittelprüfer René Albert arbeitet neben 8 weiteren Kollegen schon seit Anfang Oktober mit dem Gerät. Die Erfahrung zeigt ihm, dass manches noch verbessert werden sollte. Die Programmstabilität muss noch ein bisschen verbessert werden, bis hin, wie startet man sich aus, dass man nicht dieses Gewicht, dieses doch recht große Gewicht, ein bisschen handeln kann. Also wir machen es momentan so, dass wir mit so Trolleys arbeiten, die man sozusagen ziehen kann, und alles andere ist für meine Begriffe, würde sich nicht bewähren, und da muss man natürlich hin, dass das alle nutzen. Das sächsische Staatsministerium für Soziales unterstützt das zuständige Amt der Landkreise und kreisfreien Städte, indem es sowohl die notwendige Software zur Verfügung stellt, als auch finanziell unter die Arme greift. Am Sonntag ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Vor diesem Hintergrund fordern die sächsischen Frauenverbände vom Staat ein entschlossenes Handeln gegen häusliche Gewalt. In Sachsen wurde im vergangenen Jahr ein Anstieg der registrierten Fälle um 4% verzeichnet. Die Dunkelziffer misshandelter Frauen sei aber wahrscheinlich höher. Und die Hilfelandschaft in Sachsen habe zu viele weiße Flecken, kritisierte der Landesfrauenrat Sachsen. Mehr Nachrichten vom Tage haben wir gleich für Sie.
Die Lausitzer Werkstätten in Hoyerswerda laden auch in diesem Jahr zum traditionellen Tag der offenen Tür herzlich ein. Am Samstag, dem 1. Dezember, in das Dienstleistungszentrum im Gewerbegebiet Seidewinkel. Mit buntem kulturellen Rahmenprogramm und Kinderprogrammen unter dem Motto 1001 Nacht besichtigen Sie den Berufsbildungsbereich, die Förderbereiche und die Arbeitsbereiche der Hauptwerkstatt. Auf dem dritten Werkstattmarkt finden Sie bestimmt ein schönes Weihnachtsgeschenk. Samstag, 1. Dezember von 10 bis 14 Uhr bei Ihrem Dienstleister in der Mitte der Lausitz, unterstützt durch die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Nächste Woche müssen sich Busfahrgäste in Sachsen auf regionale Streiks einstellen. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. An einem Tag zwischen Montag und Freitag legen die Busfahrer die Arbeit nieder. Wann genau soll vorher bekannt gegeben werden, damit etwa Schulkinder nicht früh allein an der Haltestelle stehen? Die Tarifverhandlungen waren Mitte November abgebrochen worden. Verdi erwartet ein Angebot der Arbeitgeber, erst dann könne wieder verhandelt werden. Betroffen sein könnten Linien unter anderem im Raum Dresden, in Mittweida, Freiberg, Westsachsen und der Oberlausitz. Am Erweiterungsbau des Seidewinkler Bürgerhauses ist am Freitagnachmittag Richtfest gefeiert worden. Elsterheide-Bürgermeister Dietmar Koak und Ortsvorsteher Frank Kujo schlugen im Dachstuhl den symbolischen letzten Nagel ein. Das Objekt soll jetzt noch winterfest gemacht werden. Im Sommer 2013, so der Plan, soll das Bürgerhaus von den Seidewinklern in Beschlag genommen werden können. Ein Sondereinsatzkommando der Brandenburger Polizei hat am Donnerstagmittag eine junge Frau und einen jungen Mann in der Ratzener Straße in Hoyerswerda festgenommen. Wie ein Pressesprecher der Polizeidirektion Süd in Cottbus der Elsterwelle sagte, lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor, der durch die Beamten vollstreckt wurde. Ob dieser in Zusammenhang mit einem möglichen Drogenhandel steht, wurde nicht bestätigt. Am Dienstag wird die B97 zwischen Bernsdorf und Großgrabe komplett gesperrt. Betroffen ist der Ortseingangsbereich Großgrabe, eine Umleitung innerörtlich ist ausgeschildert. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens empfiehlt das Landratsamt aber die großräumige Umleitung für Lkw ab Bernsdorf bzw. Königsbrück zu nutzen. Mittwoch um 7 Uhr soll die B97 wieder befahrbar sein. Netzstrom investiert im Landkreis Bautzen für mehr Sicherheit von Adebar und Co. Der Netzbetreiber rüstet sein Mittelspannungsnetz flächendeckend mit Sicherheitstechnik für die Störche aus. Das Unternehmen setzt damit die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes um und investiert in der Region insgesamt rund 400.000 Euro. Alle Maßnahmen sollen fristgerecht bis zum Ende des laufenden Jahres abgeschlossen sein. Die städtische Steuerbehörde sowie das Amt für Jugend, Kultur und Schule bleiben in der kommenden Woche geschlossen. Grund dafür sind Umzüge an neue Standorte, informiert die Hoyerswerda Stadtverwaltung. Das Sachgebiet Steuern ist ab dem 3. Dezember im neuen Rathaus untergebracht, die Schulverwaltung im Bürgeramt in der Dillinger Straße. Die bisherigen Kontaktdaten wie Telefonnummern und E-Mails bleiben erhalten. Die AIDS-Beratungsstelle im Gesundheitsamt lädt am kommenden Dienstag, den 27. November, anlässlich des Welt-AIDS-Tages zu einem Tag der offenen Tür. Den Besuchern wird die Möglichkeit zu Beratungsgesprächen, umfangreiches Informationsmaterial und anonyme und kostenfreie HIV-Tests ohne vorherige Terminvereinbarung angeboten. Die Räume im Sparkassengebäude am Altstadtmarkt sind von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Hoyerswerdas Oberbürgermeister Stefan Skora hat am Freitag an der Gedenkveranstaltung der ausländerfeindlichen Anschläge in Mölln teilgenommen. In der Nacht vom 22. auf den 23. November 1992 starben dort bei rechtsmotivierten Brandanschlägen drei Menschen. Im Hoyerswerda Sportforum ist ein Mercedes-Autoschlüssel gefunden worden. Wer ihn vermisst, kann sich telefonisch unter 0151 127 11 45 63 melden.
Viele Branchen in Sachsen suchen händeringend nach Fachkräften. Dieses Problem wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch verstärken. Zu diesem Thema habe ich heute Silvia Klass eingeladen. Sie ist Regionalleiterin der K&S Seniorenresidenzen in Sachsen. Guten Tag. Hallo. Frau Klass, wie sieht das bei Ihnen aus? Finden Sie genug Pflegepersonal für die Heime? Also, da kann ich dazu sagen, im Moment ja. Aber dieses Phänomen ist bei uns in Sachsen auch angekommen. Wir beobachten das bundesweit schon länger. Und in Sachsen seit circa anderthalb Jahren, wo wir also echt Schwierigkeiten haben, nachzubesetzen. Sie finden jetzt ganz neue Wege, um an geeignete Mitarbeiter zu kommen. Wie sieht das aus? Ganz aktuell wird es den ersten K&S-Pflegetag am 26.11. in Radebeul geben, wo wir uns als Unternehmen präsentieren wollen und aber auch unsere innovativen Ansätze in der Pflege darstellen wollen. Den Alterssimulationsanzug, den Gerd, wo also jeder Mitarbeiter sich dort mal hineinbegeben kann und sich in das Alter versetzen kann. Zum Beispiel das Dokumentationssystem, was wir einfach mal demonstrieren wollen für die Mitarbeiter. Was machen wir denn anders? Was haben wir outgesourced? Lagerungstechnik, mal eine ganz spezielle, die nicht so bekannt ist, einfach zu sagen, das gibt es auch. Es muss nicht immer die Antidecubitus-Matratze sein. So solche Dinge wollen wir und natürlich auch die Dinge, was tun wir für unseren Mitarbeiter, dort ganz detailliert mal darzustellen. Warum wollen denn so wenig Leute Pflegeberufe ergreifen? Die wollen nicht den Beruf nicht ergreifen, sondern wenn sie ihn gelernt haben, wollen sie in der Regel nicht dabei bleiben oder nicht lang genug. Ich stelle hier eine Diskrepanz in der Ausbildung fest. Also Fachkräfte werden ausgebildet, 3 Jahre, sehr betreuungslastig. Und aber pflegespezifisch, das kommt in meinen Augen, also mir kommt das zu kurz, weil wenn dann die Fachkräfte in die Einrichtung kommen, die Bewohner werden immer spezieller krank und pflegebedürftig. Dann kommen die in die Überforderung. Wir nennen das in der Branche auch Realitätsschock. Das ist so. Und das andere sind die Rahmenbedingungen. Das heißt also, wenn wir in Sachsen einen Personalschlüssel haben oder der ist in jedem Land vereinbart, haben wir den in Brandenburg und Sachsen deutlich schlechter als in anderen Ländern. Aber die Prüfanforderungen und Richtlinien für die Mitarbeiter sind die gleichen. Das heißt, unsere Mitarbeiter machen mit deutlich weniger dieselben Aufgaben, erbringen dieselbe Leistung in derselben Qualität. Ich muss dazu sagen, wir schaffen das, aber der Druck ist deutlich höher. Und diesen auszuhalten, psychisch und körperlich, das ist ein Faktor davon. Es machen ja auch teilweise krasse Fälle in den Medien die Runde, zum Beispiel jetzt ganz neu in Bremen, wo eine Frau in einem Pflegeheim von einer Pflegerin gequält wurde. Da kommt ja auch eine große Verunsicherung. Wer jetzt einen Pflegeplatz für seine Angehörigen sucht, auf was kann der achten? Was gibt es da für Hinweise, ob das jetzt ein seriöses und gutes Pflegeheim ist? Der erste Eindruck, denke ich, ist wichtig. Wenn ich also hingehe und ich werde gleich angesprochen und als Kunde wahrgenommen und nicht irgendwie anders, dann ist das schon ein gutes Zeichen, dass ich davon ausgehen kann, dass meine Mutter oder meine Großmutter auch so behandelt wird. Dann, wie offen geht das Haus mit Beschwerden um, da kann ich nachfragen. Ich höre immer wieder die Fragen, ja, wenn ich aber hier was sage, dann muss ich ja denken, das kommt oben wieder an. Dagegen verwahren wir uns ganz persönlich, sagen, wir wollen das, wir fordern die Leute auf, wir gehen da ganz offen und invasiv damit um. Sag, ansonsten erfahren wir es nicht. Du kannst nur deine Präsenz, deine Kontrollen vor Ort erhöhen, deine Mitarbeiter sensibilisieren, die Fachkräfte, Wohnbereichsleitung in die Verantwortung nehmen, schulen. Wir schulen zum Beispiel auch Tom Kitwood, der beim Mitarbeiterverhalten ansetzt, das zu ändern, nicht beim Bewohner, sondern dort. Das ist also so eine Maxime, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Also es gibt Möglichkeiten, da was zu ändern, das höre ich aus Ihren Worten. Danke, Frau Klass, für die Informationen. Und bei uns geht's jetzt gleich weiter mit den Wetteraussichten. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Hier ist deine Mami. Eddie, denk nicht nur an Fußball. Tu mir doch den Gefallen und leg ab und zu mal etwas zur Seite. Eddieland, denk an die Zukunft. Du bist auch nicht mehr der Jüngste.
Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. In der heutigen Sendung soll es um Knicke-Empfehlungen am Arbeitsplatz gehen. Wer in netter Atmosphäre arbeiten möchte, sollte auch hier auf gute Umgangsformen achten. Voreiliges Duzen, Lästern über Kollegen oder auch ein allzu tiefes Dekolleté sind perfekte Mittel, um einen zweifelhaften Ruf in der Firma zu erhalten. Da haben wir es auch gleich. Als die Sekretärin Jane im knapp bekleideten Outfit dem Chef die gewünschten Unterlagen bringt. Und auch Alex kommt nun endlich auf Arbeit. Permanente Unpünktlichkeit wird in keinem Fall vom Chef gerne gesehen. Das mache ich in der Mittagspause, will er wett. Ein zu intimes Begrüßen unter Kollegen kann schnell die Gerüchteküche anheizen und spätere Komplikationen hervorrufen. Damen sollten sich unbedingt an den Business-Kodex halten. Wenn sich eine Frau zu sexy kleidet, entsteht schnell der Eindruck, dass sie vor allem mit körperlichen Vorzügen die Karriereleiter erklimmen möchte. Michael arbeitet bereits, als Alex nun auch seinen Arbeitsplatz erreicht. Zuerst wird sich einmal richtig häuslich eingerichtet. Der Arbeitsplatz sollte nicht mit der Wohnung verwechselt werden. Persönliche Dinge wie Fotos oder Kaffeekannen haben vielleicht dann doch eher etwas zu Hause zu suchen oder sollten sich für die Pause aufgehoben werden. Auch Zeitungen irgendwelcher Art deuten darauf hin, dass die Arbeitszeit nicht ideal genutzt wird, sondern mit anderen Dingen verbracht wird, als es der Chef gerne hätte. Und schon wird fremdgesurft. Ein ganz heikles Thema ist das private Surfen im Internet oder das Beantworten persönlicher E-Mails. Ebenfalls das Telefonieren, ob mit dem Festnetz oder dem Handy, wird vom Chef nicht gerne gesehen, wenn es privater Natur ist. Herr Dade, muss das sein, dass Sie privat im Internet surfen? Nein, Chef. Kommen Sie nach dem Mittagessen in mein Büro. Lecker. Essen am Arbeitsplatz. Das Frühstück oder das Mittagessen sollten auf jeden Fall im Pausenraum eingenommen werden. Nicht nur wegen der Geruchs- oder Geräuschbelästigung für andere Kollegen, sondern generell hat es am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Alex, Alex, ich muss dir was erzählen. Am Wochenende habe ich unseren Chef gesehen. Ach, wo? Ja. Wo, das kann ich dir jetzt nicht verraten, aber mit einer anderen Frau. Gegen einen kleinen Smalltalk in der Pause ist keinesfalls etwas einzuwenden. Tratschen, lästern über Kollegen oder über den Chef sogar ist absolut tabu, egal welcher Art und welche Ereignisse vorgefallen sind. Es gibt etwas zu feiern. Beherzt greift Michael zur Sektflasche und lädt Alex zu einem kleinen Umtrunk auf seinen morgigen Urlaubsantritt ein. Und auch Jane stößt dazu, womit gleich die Korken knallen. In vielen Betrieben ist es üblich, bei besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder der Geburt eines Kindes einen auszugeben. Alkohol wird dort allerdings gar nicht mehr gerne gesehen. In öffentlichen Bereichen ist es gar verboten, während der Arbeitszeit zu trinken. Es kann genauso gut ein Kuchen spendiert werden, alkoholfreie Getränke serviert oder auch mal ein Mittagessen spendiert. Auch darüber freuen sich die Kollegen oder auch der Chef genauso. Im Büro ist es Michael zu heiß und er öffnet das Fenster. Alex gefällt das gar nicht und prompt ist es wieder zu. Das persönliche Wohlbefinden am Arbeitsplatz ist heutzutage besonders wichtig. Während der eine ständig Frischluft braucht,
empfindet der andere den Zug als unangenehm. Sollte Geruchsbelästigung der Grund sein, ständig das Fenster zu öffnen, wäre es sinnvoll, das Gespräch zu suchen, möglichst unter vier Augen. Hierbei sollte der Chef außen vor gelassen werden, sofern es möglich ist. Endlich Feierabend. Der Chef verabschiedet sich und so lädt Alex Michael noch auf ein Feierabendbierchen in die nächste Kneipe ein. Ein allzu pünktliches Aufbrechen vom Arbeitsplatz wird genauso ungern gesehen vom Chef wie überzogene Pausen oder zu spätes Kommen am Morgen. Ob man jetzt noch ein gemeinsames Feierabendbier trinken geht, das sollte jeder selber entscheiden. Sicherlich ist die Gefahr groß, bei solcher Gelegenheit Dinge auszuplaudern, die man seinen Kollegen vielleicht besser nicht mitteilen sollte. An dieser Stelle, liebe Zuschauer, möchten wir uns ganz herzlich verabschieden, freuen uns schon auf die nächste Sendung und sagen auf Wiedersehen. Mit dem Lausitzer Wanderverein kann man sich am Samstag durch das Zeisholzer Wandergebiet begeben. Treff ist um 7.20 Uhr am Busbahnhof in der Hoyerswerda Altstadt. Zur internationalen Boxgala laden der Boxring Hoyerswerda und das Zitronenautohaus am Wasserturm am Samstagabend in die Halle des Berufsschulzentrums im WK10 in Hoyerswerda ein. Ab 20 Uhr erwarten die Besucher in heißer Atmosphäre 10 spannende Männer- und auch 2 Frauenboxkämpfe. Zur Ü30 Disco Deluxe wird am Samstag in den Forumsaal der Hoyerswerda Lausitzhalle eingeladen. Ab 21 Uhr klingen dabei Tanzmusik der 80er und 90er Jahre sowie Schlager und Hits von heute. Ein Teil des Eintrittsgeldes kommt dem Kinder- und Jugendhaus Offene Tür der Diakonie in Hoyerswerda zugute. Das Bestattungshaus Bausch Nowotny lädt am Sonntag zur Feierstunde in die Trauerhalle des Waldfriedhofs in Hoyerswerda ein. In einer besinnlichen Stunde kann dort ab 11 Uhr der Toten gedacht werden. Das Cinemotion in Hoyerswerda lädt am Sonntag zur Vorpremiere des Trickfilms Hüter des Lichts ein. Vorstellungsbeginn ist 14.30 Uhr. Und im Blow-Up-Kino der Hoyerswerda Kulturfabrik läuft am Sonntagabend der deutsche Streifen Herr Wichmann aus der dritten Reihe. Los geht's, 20 Uhr. Nachts Wolkenverdichtung und leichter Regen, Tiefstwerte 6 bis 3 Grad. Am Samstag stark bewölkt, stellenweise noch etwas Regen, im Tagesverlauf meist trocken, aber nur selten Auflockerungen bei 6 bis 9 Grad. Am Sonntag neben etwas Sonne, zwar viele Wolken, jedoch kaum Niederschlag. Das war die Drehscheibe für Freitag. Am Montag begrüßt Sie hier meine Kollegin Juliane Ehrlich. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald!